Hallo und willkommen zurück. Ja, ich erkenne schon mal ein Gesicht. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob dieses multitaskingfähige Malen und Lesen großen Erfolg hat. Jeden Fall müssen wir gleich wieder ins Bett. Aber warte, bevor wir ins Bett gehen, machen wir hier noch, wie heißt es? Sonstiges Kontakte knüpfen, in Foren provozieren. Können wir das Bett eigentlich Wahnsinn, verbessern? ey. Schade. Why, you mean Nobby Magella? Yes. And Freudig überrascht believe. wegen guten Techtenmächt. Cannot. War so gut, dass er Yves eingeschlafen ist. cannot. Oder auf jeden Fall mal direkt danach. Sollte vielleicht mit Buch 3 anfangen. Wie viel Uhr haben wir? Was sagt die Uhr? Noch 6 Stunden. Oh, es wird knapp. Boss a move, Penerf. Aha. Haha. Ich habe ja die Hoffnung, dass das hier auch die Schelmfähigkeit hochtreibt. Es ist auf jeden Fall mal dafür gut, für schelmische Interaktionen. Aber ob wir dadurch auch großartig die Fähigkeit hochdrücken, weiß ich nicht. Also ist mal, denke ich mal, der Balken, der grüne Balken ist auf jeden Fall mal, denke ich mal, die Schelmfähigkeit. Da müssen wir theoretisch gar nicht lesen, sondern können eigentlich die ganze Zeit das da machen. Ja, es reicht. Ein bisschen was gemacht und jetzt geht's erstmal wieder ins Bettchen. Jetzt müsste sie ja gleich wieder heimkommen. Da ist sie. Frifrofreue, ja. Fröhlich wie immer. Abendessen servieren. Was machen wir denn Schönes? Fish and Chips, da haben wir es ja. Auch wenn uns vielleicht ein paar Zutaten fehlen, lassen wir mal darüber hinwegsehen. Danach darf sie noch tanzen. Oh, der Fähre ruft an. Psst. Hallo Maria, ich frage mich, ob es sich lohnt. Allerdings. Ich frage mich, ob es sich lohnt, Alex Meuer. Keine Ahnung. Ja, bleib am Ball. Ich weiß zwar nicht, wer es ist, aber. Mach's! Wenn es dich glücklich macht, mach's.
Hallo, was ist denn aus dem Tanzen geworden, hä? Oh, jetzt habe ich schon wieder fast Lars vergessen. In 2 Stunden geht's los. Essen und Hygiene. Oh. Ah, dann schalt doch um. Warum ist hier überhaupt gruselige Musik an? Das ist die Frage. Ja, dann leer doch den Müll. Da darfst du das Gemälde verkaufen gehen, dann geht es ja gleich viel besser. Oh, 315, seht ihr? Nö. Jetzt ist sie glücklich, seht ihr es? Du Dummbeutel, jetzt habe ich es verpasst. Schneller! Ich muss zur Arbeit. Sickerfuß. Jetzt habe ich es weggedrückt. Ich glaube, das war keine gute Idee. Wie kann ich es jetzt wieder aktivieren? Oh, ich komme einfach viel zu spät. Was ist denn? Yarge. Bomzoi. Schneller. Bevor zu spät kommen. So, ihr geht's jetzt gut. Intensiv Musik hören und danach schlafen. Boah, sie hat ja noch ein bisschen was. Schlafen noch nicht. Komm. Kannst mal noch den Müll rausbringen. Dann gehst du mal noch gemütlich duschen. Wie wäre es eine Dampf. Nein, nein, nein. Wie wäre es mit einer dampfenden Dusche, ne? Ah, und die Blase ruft auch noch. Ja, er ist jetzt nicht so fit diesmal auf der Arbeit, leider. Oh, dass sie immer alles kaputt gehen muss im Haus. Jetzt hat sie wieder mehr Arbeit, wie es eigentlich gut ist. Wenn wir nur ohne unsere tolle Frau machen. Jetzt ist sie kokett. Auch wenn alles hier unter Wasser steht.
Ihr geht's gut. Aber wie sie kommt von der Arbeit, dann ist sie ein Monster. Obwohl, gerade eben ging's, oder? Ja, war sie ausnahmsweise mal gar nicht so stinkig. Auch vielleicht machen wir jetzt noch eine Reparatur-Set-Beziehung. Verbrecher bei Flintenweiber. Verbrecher bei Flintenweiber. Das ist geil. Danach darf sie auch ins Bett, das hat sie sich verdient. Obwohl sie kann auch einen Teller essen, wenn es noch gut ist. Bevor wir was wegwerfen müssen. Sie hat es geschafft, hat die folgenden Teile erhalten. Ein gewöhnliches Tuning-Teil. Müssen wir mal schauen. Ob wir vielleicht noch irgendwas tunen können. Müssen alles verbessern. Nein, es geht irgendwie nichts. Kann das Radio verbessern? Kann ich die Haustür? Die Couch? Ja. Also der Fernseher? Nein. Leider nicht. So, bevor ich es jetzt wieder verpenne, wann muss sie arbeiten? Sehr wütend. Ich komme ziemlich stinkig heim. Was für ein Arbeitstag, lass es wieder zu Hause und hat 161 verdient. Ah, es sieht nicht glücklich aus. Obwohl er eigentlich so vom Rest geht's eigentlich. Ist das Essen noch gut? Ja, dann holt er gerade mal noch was. Kann er was verbessern? Ich glaube, er ist aber schlechter. Brauchen wir auch einen neuen Fernseher. Hier ist ja, naja, mickrig. Wir haben immerhin schon 6000. Wir machen uns. Komm, geh mal kalt duschen. Das bringt ihn vielleicht wieder ein bisschen runter. Dum, dum. So, bei ihr müssen wir es im Auge behalten. Drei Stunden, was hat sie noch für Bedürfnisse? Wir müssen anfangen, weniger zu kochen. Wir werfen zu viel weg. Jetzt ist sie wieder angespannt. Ach.
Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen und wir schauen noch mal in den Kühlschrank. Wir haben den O-Saft, die Erdbeermilch, sogar noch eine Pizza haben wir. Unten haben wir ein bisschen Gemüse. Noch was vom Chinesen. Was das ist, weiß ich nicht. Milch, ein paar Säfte, ein paar Gewürze. Ja. Und jetzt gibt es erstmal einen Obstsalat oder sowas. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao.